Der Scammer schickte Rosen. Ist jedem hier bekannt, was ein Scammer ist? Ja? Wenn nicht, dann werdet ihr es bald herausfinden. Aber zuerst möchte ich mich mal vorstellen. Das funktioniert nur, wenn man es einschaltet. So, aber jetzt. Genau. Mein Name ist Gabriele Straske. Man sieht mich hier mit meinem Herzallerliebsten, der auch hier in der ersten Reihe glänzt. Ich bin Partnervermittlerin. Der Grund, warum der Gerd da auch hier auch drauf ist, ist, weil die erste Frage ist immer, und hast du einen Partner? Also bitte Beweis, ja. Foto und live anwesend. Ich habe die Ausbildung zum Buchhalter gemacht, zum Controller, zum Master of Business Administration. Ich war Finanzdirektor und Finanzmanager und Controller von internationalen Konzernen. Ich gehe also an die Sache ziemlich logisch und zahlenorientiert heran. Ja. 2001 bin ich in die Partnervermittlung gerutscht. Das ist ein eigenes Thema, das sprengt den heutigen Rahmen. Habe dann aber danach auch Vorträge in 9 Ländern über ganz Europa gehalten, von London bis Transsilvanien in Rumänien, war sehr spannend. Ich bin im Sternzeichen Jungfrau und da habe ich mal über dieses Sternzeichen gelesen. Jungfrauen sind genial darin, Arbeitsprozesse zu optimieren, und das versuche ich auch für Singles zu machen, indem ich ein System gefunden habe, wie man schnell den idealen Partner findet, nämlich für eine Langzeitbeziehung, nicht für Betthupferl, sondern für was Stabiles. Genau. Wie ich übrigens da vor ungefähr 6 Jahren mir gedacht habe, so liebe Gabi, jetzt wäre es in der Zeit, dass du den idealen Partner findest und nicht immer so nette Männer, das waren eh fein, aber es war nicht der Richtige dabei. Und haben wir so, jetzt machst du genau das, was du deinen Singles immer erklärst. Und dann kam er. Also es funktioniert, gell? Ich habe es selber ausprobiert. Seit 2006 bin ich da selbstständig damit, habe eine Partnervermittlung. Man findet mich unter wahreliebe.jetzt. Nicht Punkt morgen, sondern Punkt jetzt. Okay, das ist eine meiner Klientinnen. Mein Klientel ist eher so 40 und darüber. Es verirren sich manchmal auch Jüngere zu mir, aber die Hauptteil der Leute sind über 40 oder 50. Sie ist zum Beispiel 56, hat jetzt geheiratet. Und ist ganz happy, hat 2 ziemlich schlimme Ehen hinter sich und hat gesagt, ich greife immer daneben. Jetzt hat sie jemanden gefunden, wo sie sich gedacht hat, das gibt's nicht. Aber gut, nur zur Vorstellung, wer ich bin. So, aber gehen wir wieder zum Thema zurück. Der Scammer schickte Rosen. Was ist denn überhaupt der Scammer? Scammer kommt von dem englischen Wort Scam. Und Scam ist ein Betrug. Ein Scammer ist somit eine Person, die absichtlich mit kriminellen Ansätzen dran geht, euch euer Geld wegzunehmen. Und das machen die mit Storytelling. Und wie genau die das machen, das zeige ich euch dann an einem Live-Beispiel. Ich habe keine Zahlenstatistiken gefunden von Österreich, aber ich habe eine Statistik gefunden aus 2014 von Queensland. Das ist ein großer Bundesstaat in Australien. Und da haben die einen monatlichen Schaden von 6.000 Euro monatlich, die sie nach Ghana und nach Nigerien überweisen. Das sind also die Länder, die am meisten mit Scammern zu tun haben oder wo die meisten Scammer sitzen. Deshalb können die das nämlich nachvollziehen. Also die fragen die Banken, wie viel Geld schickt sie nach Nigerien, nach Ghana, und die haben gesagt, so in der Größenordnung ist das. Ja. Die Opfer sind schwer davon zu überzeugen, dass sie wirklich Opfer ist. Das Storytelling, das diese Scammer machen, ist so hervorragend, so überzeugend, dass die Opfer Tausende und noch Tausende und noch Tausende schicken. Manche schicken da praktisch alles, was sie haben, verkaufen Wohnung, verkaufen Haus, weil sie kriegen sie dann eh wieder zurück. Ja, passiert nur halt leider nicht. Ja. Jeder von uns ist ein potenzielles Opfer. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von diesen Scams. Heute und hier erzähle ich euch von den Scams, die ihr auf Dating-Sites findet. Also wenn ihr auf Parship seid, könnte es sein, dass ihr so einer Person über den Weg lauft. Und ich erzähle euch heute, wie ihr das vermeiden könnt, dass ihr auf diese Person reinfällt, wie man das entdeckt. Ja? Wenn es der richtige Zeitpunkt ist, wenn ihr wirklich ganz
traurig seid, dass ihr einsam seid und verlassen seid und keiner ist nett zu euch und ihr habt eine wilde Scheidung hinter euch und was weiß ich, was euch gerade im Leben zustößt. Und dann kommt jemand und erklärt euch, dass ihr so ein feinfühliges Wesen seid. Und das Schönste, das ich je gesehen habe, und ich weiß nicht, was sonst noch, da ist man geneigt, das zu glauben. Es betrifft ja wirklich jeden von uns. Wann wart ihr eigentlich das letzte Mal so richtig verliebt? Könnt ihr euch das vorstellen, wie schön das war? So mit Schmetterlingen im Bauch und mit Gefühlen und mit Herzflattern und so. Ist doch schön, ne? Wollt ihr das öfter haben? Normalerweise ist man gern länger verliebt. Was will man eigentlich, wenn man verliebt ist und wenn man eine Liebe sucht? Man sucht danach, geliebt zu werden. Wenn ich mit Singles ein Profil erstelle und sage, was wünschst du dir denn eigentlich? Wie soll denn dein zukünftiger Mann oder deine zukünftige Frau sein? Das Erste, was kommt, ist, er soll mich lieben. Das ist ziemlich das Erste, das ist jedem eigentlich wirklich das Wichtigste. Aber das ist nicht das Einzige. Es geht dann auch noch darum, verstanden zu werden, unterstützt zu werden. Es geht darum, Schmetterlinge hier im Bauch zu haben, sexuelle Anziehung natürlich, ganz wichtig. Aber es geht auch darum, Vertrauen zu haben. Ja, dass die andere Person einen tragen wird und helfen wird und so weiter. Also wenn man jetzt in einer Situation ist und einen Partner sucht, was macht man im Jahre 2018 und auch schon davor? Man geht in eine Online-Partnervermittlung, zumindest machen das sehr viele, weil die 1-zu-1-Vermittlung, die noch vor 100 Jahren die einzige Art und Weise war, wie man jemanden kennenlernt, vor allem als Frau, weil durfte man ja nicht weggehen, war eine Partnervermittlung oder man wurde auf einem Ball eingeführt in die Gesellschaft. Hier gibt es einige Partnervermittlungen, die ich ziemlich wahllos da aufgeschrieben habe. Es schaut natürlich auf der Webseite von Parship, gibt es natürlich nur lauter schöne Menschen, ganz klar, die sind alle aus dem Leben gegriffen oder auch nicht. Aber zumindest ist also so schaut es aus. Parship ist übrigens die größte deutschsprachige Online-Partnervermittlung, die es gibt. Die empfehle ich deshalb, weil so viele Leute dort sind. Der Nachteil ist, wenn man es alleine macht, ist, dass man unheimlich viel Gelegenheit hat, dieselben Fehler der Vergangenheit mit ganz vielen neuen Leuten zu wiederholen. Ja? Deshalb braucht man mich. Aber egal. Jedenfalls, die Masche der Scammer ist ziemlich einfach. Sie finden einen Single. Naja, ist nicht schwer. Gibt ja genug Online-Partnervermittlungen. Und es gibt im deutschsprachigen Raum 1000 oder so. Allein in Österreich gibt es 800, habe ich mal gesehen. Die sind größer oder kleiner, spezialisiert auf Biker, auf Tattoos, auf alles Mögliche. Also, sie finden einen Single. Dann schicken sie und geben in ihre Profile ganz schöne, wunderbare Fotos hinein von lauter schönen Menschen oder von beeindruckenden Menschen, vertrauenserweckenden Menschen, Medaillen und Auszeichnungen und was weiß ich was. Dann reden sie mit dir und überhäufen dich mit Komplimenten. Bewunderung zieht immer, total gut, die schönste Frau der Welt oder so ein Mann, männlicher Mann, so stattlich wie du. Sprechen sehr schnell von Liebe, von Connection, von Seelenpartnerschaft. Häufige Berufe, die man findet, ist Militärpersonal oder Reisende. Ja, die sind dann in Ghana auf Goldsuche und kaufen Edelsteine ein und dann versuchen sie, die über den Zoll zu bringen und dann wurden sie fälschlicherweise als Drogenhändler festgenommen oder irgendwelche Geschichten halt. Ja. Storytelling. Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch, wenn überhaupt. Auch ihr Englisch ist nicht sehr gut. Was aber im deutschsprachigen Raum nicht so auffällt, weil die meisten von uns sprechen kein fließendes Englisch. Also wenn da ein bisschen ein Akzent dabei ist, würden die meisten Deutschsprechenden das gar nicht so wirklich mitkriegen. Aber ihr seid in bester Gesellschaft. Auch die Amis, die Briten und die Australier kriegen den Akzent auch nicht mit. Was ich nicht verstehen kann, weil ich höre den Akzent. Aber egal.
So, schnell drängen die dann von der Plattform, wo ihr euch kennengelernt habt, weg. Weil nämlich, du bist ja nicht der Einzige, mit denen sie reden. Sie reden mit sehr vielen, also sie treten mit mehreren in Kontakt. Die überreißen das dann sehr schnell, dass ein Scammer ist, melden den an Facebook, an Lovo, an Elite-Partner, Parship oder so und der Typ ist weg vom Fenster. Ja? So schnell kann der gar nicht schauen. Meistens, in den meisten Fällen, ist die Biografie oder das Profil gelöscht. Für den nicht wirklich ein Problem, weil er macht nichts anderes, er sitzt auf seinem Laptop und kreiert einfach ein neues. Kein Problem. Nur um das zu vermeiden, dass er auf ein anderes, also dass er rausgeschmissen wird, drängt er dich auf WhatsApp oder auf irgendein anderes Medium zu wechseln. Meistens auf WhatsApp, Yahoo oder Gmail. Was sie auch machen, ist, sie machen virtuelle Telefonleitungen. Das habe ich damals, wie ich in Amerika gelebt habe, auch mit unseren Klienten gemacht. Ich war ein Teil der Hotelindustrie, der Urlaubsindustrie in den USA. Und wir haben Phone Rooms eingerichtet, also Telefonräume, wo so Callcenters waren. Das heißt, da waren manche Callcenters in Texas und die Telefonnummer, wo die Leute angerufen haben, war New York. Und das hat für den, der angerufen hat oder angerufen wurde, hat man nicht gemerkt. Das ist eine virtuelle Telefonleitung. Also ich kenne mich damit zufällig aus. Und wie mich vor 3 Wochen etwa eine Dame angerufen hat, sie wurde da gescammt und was nicht alles passiert ist, habe ich gesagt, gib mir mal die Telefonnummer. Sie sagt, ja, du, der war in San Diego und das ist ein Typ aus San Diego und so. Und ich, okay, gib mir die Telefonnummer, weil ich weiß, dass man in Amerika sehr tolle Möglichkeiten hat, jemanden online zu suchen. Das geht bei uns nicht so gut, aber da ich drüben gelebt habe, kann ich das halt. Und sie gibt mir die Telefonnummer und die beginnt mit 407. Blöd, blöd. Ich habe in Orlando gelebt und 407 ist die Vorwahl von Orlando. Also was macht ein Mensch von San Diego mit einer Telefonnummer aus Orlando? Das ist schon mal die erste große Warnung, dass das Fake ist. Das ist einfach Betrug, weil so passiert das dann auch wieder nicht mit den virtuellen Nummern. Aber das ist typisch. Ja? Wer von euch wüsste, dass 407 Vorwahl von Orlando ist? Hände hoch? Genau, niemand. Klar, ja. Ich meine, es ist ein Zufall, dass ich das weiß, ja. Ja, dann schlagt sie als nächstes vor einen Videochat, Skype oder so, aber blöderweise, ach wirklich ganz dumm, heute ist mein Computer runtergefallen und die Kamera ist kaputt. Also wirklich, gerade heute ist mir das passiert und somit könnt ihr leider nicht Videochatten, aber das hätte er ja so gern gemacht. Trotzdem, die Worte, die er hört übers Telefon, die sind einfach so romantisch, so wunderbar, so traumhaft, dass ihr euch in diesen Traum verliebt. Und wie es einer Dame passiert ist, die ich kenne, die hat gesagt, ja, sie ist krank und der hat dann nach ihrer Adresse gefragt und 2 Tage später bekam sie tatsächlich Rosen, langstielige rote Rosen, Wien. Der ist das passiert. Wo hat sie ihn kennengelernt? Auf Parship. Das ist nichts Negatives über Parship. Auch Kaiser haben Flöhe. Versteht ihr das? Jeder kann Flöhe haben. Das hat nichts mit euch zu tun. Das ist einfach eine Volkskrankheit und Parship macht bestimmt das Beste, was sie können, um solche Leute sofort zu eliminieren. Deshalb hat man auch nur 3 Tage gratis einen Zugriff auf Parship. Ja. Das Gehirn schaltet sich halt dann aus, ja. Man will glauben, was man sagt. Eben, es werden Blumen geschickt. Ich habe ein Video gesehen, wo einer Dame sogar Sekt geschickt wurde. Treffen wird ausgemacht. Er bucht den Flug oder sie bucht den Flug. Und am Weg zum Flughafen, um Gottes Willen, wisst ihr, was mir da passiert ist? Der Taxifahrer hat mich überfallen. Alles ist weg. Aber die Handynummer und den Laptop, mit der mit dir in Kommunikation ist, das ist ja schon noch da, weil sonst hätte er mit dir keinen Kontakt. Die einzige Person, die diesem Mann jetzt helfen kann, seid ihr. Es gibt keine Familie, es gibt keine Freunde, es gibt keine Vorgesetzten, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, nur ihr. Nur ihr könnt jetzt sofort helfen. Und es muss jetzt sein. Ne? Also es wird ein Druck gemacht. In einem Fall, wo ich im Internet ein Video gesehen habe,
hat er vorgegeben, der Tochter ist was ganz Schlimmes passiert mit Zähnen und Gaumen und durchstoßen und muss unbedingt sofort operiert werden, was natürlich alles nicht wahr war, was die dann mitgekriegt hat, aber die hat wirklich Geld verloren. Autounfall, ja, was weiß ich, alles Mögliche, es wird garantiert um Geld gebeten. Also, habe ich mir gedacht, das ist ja nett, dass ich euch das jetzt erzählt habe, aber wie verklicke ich euch, dass das jedem passieren kann? Und letzte Woche habe ich mir gedacht, ich brauche Screenshots. Und dann war ein Scammer so nett und hat mich über Instagram kontaktiert. Normalerweise, wenn mir das passiert, klicke ich den weg und melde den, so schnell kann der gar nicht schauen. Aber diesmal habe ich mir gedacht, ah ja. Aber es war gerade eine Zeit, wo ich nicht viel Zeit hatte, also ich war ein bisschen ungeduldig, ich bin da jetzt nicht wirklich angefeuert und so. Ich wollte einfach nur ein paar Screenshots haben. Also bitte, let the love story begin. Er schreibt hier... ich mache da nur die Highlights. Sorry, I was actually searching for an old friend when I came across your beautiful and interesting profile. Also ich habe eigentlich einen alten Freund gesucht, wie ich auf dein wunderschönes und interessantes Profil auf Instagram gestoßen bin. Nun, ich weiß, wie mein Profil ausschaut. Er nicht, ihr auch nicht, aber hier ist mein Profil auf Instagram. Da ist einmal meine Webseite, Wahre Liebe Jetzt. Mein Logo, zwei Herzeln, klar, Partnervermittler. Dann steht da Partnervermittlung und es steht da auch Vienna, Austria. Also erübrigt sich die Frage, wo ich her bin, oder? Also nur zur Erinnerung, er hat mein beautiful and interesting profile gesehen. Ja, das ist schon mal das Erste, wo ich mir denke, okay, come on, ja, also wirklich. Aber egal, das spinnen wir den Faden weiter. Dann schreibt er, also habe ich dich da jetzt eh nicht gestört. Dann habe ich dann auf naiv getan, ich bin nicht dein Freund, also ich hoffe, du findest ihn noch, alles Gute. Worauf er schreibt, oh komm, ich habe dein Profil gemacht, das gefällt mir. Also da wollte ich halt einfach Hallo sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, fein. Also er war mir dann etwas böse, weil ich ihn ein bisschen forscher angegriffen habe. Und dann habe ich gesagt, ja klar, du willst mit mir reden und dann dich in mich verlieben und so weiter. Das war ihm dann doch etwas zu viel. Dann hat er gemeint, du bist aber witzig. Und dann geht er sofort in seinen Namen hinein. Ja? Also er heißt Nathaniel Cox. Und schreibt das sofort her. Ich bin von North Carolina, United States. United States, nicht States. Ja, das ist ein Fehler, den ich noch nie Amerikanern machen gesehen habe. Ich war 5 Jahre in Amerika, die machen Fehler. Aber das machen sie nicht. Die Mehrzahl vergessen sie nicht. Zurzeit bin ich auf einer Friedensmission in Kabul, Afghanistan. Nur wirklich. Und dann fragt er, darf ich deinen Namen wissen und woher du bist? Denk mal, ja, klar, also woher ich bin, ihr wisst das ja jetzt. Ja, ne? Kleine Erinnerung, mein Profil, Vienna, Austria. Natürlich weiß er nicht, wie mein Name ist. Das hat da drinnen keinen Platz. Sorry, das habe ich heute nicht draufgeschrieben. Ja? Okay, weiter geht's. Dann sagt er Charlotte. Ich habe ihn dann gefragt, wo von North Carolina? Ich war in Amerika in einem Teil der Tourismusbranche und als solches war ich in 20 Bundesstaaten unterwegs. Das schaffen die meisten Amis nicht, aber ich habe es gemacht. Und ich kenne mich halt im PC aus und er sagt Charlotte. Ich denke mir, ha, Charlotte, super, da war ich schon. Und habe nach dem Erdbeben gefragt. Wann war denn das Erdbeben? Nun muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe die Städte verwechselt. Blöd. Ich habe Charlotte mit Charleston verwechselt. In Charleston war 1860 ein sehr großes Erdbeben. Man kann die Stadt einteilen vor und nach dem Erdbeben, weil die Häuser, die vor dem Erdbeben standen, hat man mit Eisentraversen zusammengeschraubt und das kann man von außen noch sehen. Also jeder in Charleston würde das wissen und ich habe Charlotte mit Charleston verwechselt, aber ich kenne beide Städte. Tja, Künstlerpech. Anyway, jedenfalls er hätte es wissen müssen, weil die zwei Städte sind so nah beieinander, das müsste man als denkender Mensch wissen, ja, wenn man von dort ist. Ja. Also, er sagt dann, er ist von Charlotte und dann, du hast mir immer noch deinen Namen nicht gesagt
Und ich sage, oh, wie nett, wann war denn da das große Erdbeben? Was man da leider nicht sieht, ist die Pause. Zwischen diesem da und diesem da war eine gute Minute Pause. Und denke mir, aha, jetzt muss noch schauen. Hä? Ja, worauf er auch nachgeschaut hat. Und in Google, ich habe dann selber gegoogelt, da steht 11. Juni. Und dann schreibt er, ja, das war im Juni. Oh, du weißt aber wirklich viel über mein Charlotte. Ja, klar. Freilich. Und dann frage ich, Juni dieses Jahr? Und sage, ja, natürlich. Und dann kommt was? 11. Juni. Ja, genau, das ist der erste Eintrag in Google. Also man muss das einfach überprüfen. Man muss den Leuten Fragen stellen und wissen, wie schnell die antworten können. Das war sehr deutlich. Naja, also dann habe ich dann mal gedacht, so, jetzt habe ich genug Screenshots. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Aber er hat dann, ist dann ungeduldig geworden, was ich irgendwie witzig gefunden habe, und hat gesagt, na, du fragst immer weiter Fragen und du ignorierst meine Fragen. Ich meine, das ist sicher, denn meinen Namen kriegst du sicher nicht, weil der googelt mich und dann wäre ich den nie wieder los. Also das interessiert mich ja überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mich interessiert, halt Charlotte und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Uhrzeit in Ghana ist. Dann sagt, wieso Ghana? Okay, weil ich natürlich annehme, dass das ein Typ aus Ghana ist, weiß ich nicht, war einfach ein Schuss ins Leere. Aber, und ich habe gesagt, na, schau auf deine Uhr, wie spät ist es denn? Und dann sieht man wieder nicht, wie lange er gebraucht hat. Und ich habe wieder warten müssen, 1-2 Minuten, dann sagt er 9.30 Uhr. Und das hat er, das ist genau die Zeit gewesen, die man braucht, um die Weltzeit einzugeben. Also man kann ja nachschauen, Weltzeit, dann gibt man die Stadt ein und dann kommt die Uhrzeit. Dann steht 9.30 Uhr, das hat in dieser Minute gestimmt, weil die haben so Halbstundenunterschiede in Kabul, das ist die korrekte Zeit. Aber er hat einfach länger gebraucht. Und wenn ihr am Handy seid und auf Instagram schreibt, dann habt ihr das Handy in der Hand. Wie lange braucht ihr am Handy, um nachzuschauen, wie spät es ist? 2 Minuten? Na sicher nicht. Also solche Fragen kann man stellen, um herauszufinden, ob der Typ echt ist oder nicht. Ja, dann war er halt ein bisschen böse. Also mir hat es dann gereicht. Ich hatte genug Screenshots und ich habe ihn dann gemeldet, worauf er dann natürlich verschwunden war. Am nächsten Tag oder 2 Tage später habe ich den Namen dann auf Instagram nochmal gesucht. Da hieß er dann mit demselben Foto, was man jetzt auf der Leinwand nicht sehen kann. Da, und dieses Foto ist das gleiche. Jetzt heißt er aber Bradley Kenny Cox. Und ein paar Tage später kann man ihn dann finden unter Netcox 4232. Also wenn ihr heute den Typen googelt oder auf Facebook, Instagram sucht, werdet ihr garantiert das gleiche Foto finden mit einem anderen Namen. Damit will ich sagen, ihr könnt ihn melden, ihr werdet es nicht unterbinden. Ja? Das ist natürlich gescheit, ihn zu melden, aber ihr macht es für den nur schwieriger. Das ist ungefähr so, wie wenn er halt 3 Stufen mehr gehen müsste und nicht eine gerade Straße hat. Die sind daran gewöhnt, die machen das routinemäßig. So, was kann man jetzt machen, wenn man Hilfe braucht? Ja? Weil das, den Vortrag jetzt gehört zu haben, ist so gut. Ihr denkt euch, ja, da falle ich sicher nicht drauf rein. Aber ihr habt wahrscheinlich eine gute Freundin, einen guten Freund, eine Urstrumpftante oder irgendjemand, der gerade damit kämpft. Ich habe einen Blog geschrieben, der heißt Das Scammer schickte Rosen. Den findet ihr auf meiner Webseite wahreliebe.jetzt. Da sind 40 Links drauf. Die Links sind zu Dokumentationen auf YouTube, aber auch Webseiten und Anleitungen, wie ihr die Telefonnummern checken könnt, wie ihr die Bilder checken könnt, Scammer-Seiten, wo Scammer aufgelistet sind, also welche Fotos sehr häufig für Scamming verwendet wird. Das sind meistens Geschäftsleute, Schauspieler oder Militärpersonal. Das ist zum Beispiel ein Soldat aus Amerika, der wird sehr häufig genommen, weil er auf jedem Foto lächelt. Und wenn man den wirklichen Mann fragt, warum lächelst du denn immer auf den Fotos, sagt er, ja, ich wollte meine Mutter beruhigen, damit die daheim keine Angst hat. Deshalb hat er auf jedem Foto gelächelt. Er hat es blöderweise so auf Facebook gestellt, dass jeder draufgreifen kann. Deshalb sind die Einstellungen auf Facebook sehr wichtig, dass ihr
die so macht, dass nicht jeder draufgreifen kann auf diese Sachen. Ja. Ich habe eine Anti-Scammer-Checkliste auf Etsy erstellt. Wenn ihr auf Etsy geht und die Keywords eingibt, Checkliste und Betrug oder Checkliste Scam, Checkliste Scammer, findet ihr diese Checkliste, die ihr durchgehen könnt und schauen könnt, trifft das zu, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein Scammer ist oder nicht. Ihr könnt mit mir telefonieren, 20 Minuten gratis ist kein Problem. Oder ich helfe euch dann halt mehr beim Online-Dating, wo ich dann eben euch helft, den richtigen zu suchen, es richtig zu definieren. Und ich gehe auch mit manchen Klienten, die das wünschen, durch, ob das ein echter Mensch ist oder nicht. Ist wichtig. Ja. Eines kann ich ganz generell sagen, wenn ihr online seid, schaut drauf, dass ihr diese Person möglichst schnell live seht, in Person, und wenn das nicht möglich ist, über Skype. Wenn das nicht möglich ist, vergesst ihn. Ja, egal, was der euch sagt, vergesst ihn. Wenn der dann auftaucht, es kann ja sein, dass der wirklich auf Geschäftsreise ist. Es kann ja alles sein. Aber bis der nicht wieder in Wien ist, legt ihn auf Eis. Ja, das Leben wird weitergehen. Wenn der wird das verstehen, weil das die Gefahr, einem Scammer da aufzulaufen, ist einfach viel zu groß. Übrigens, auf meinem Blog sind als Teil dieser 40 Links, es sind ein mehr, ich ergänze das immer laufend, auch Links zur Kriminalpolizei in Österreich und Deutschland, wo ihr euch der Polizei anvertrauen könnt, wenn ihr wirklich Schaden genommen habt. Ja? Das sind Sachen, die wirklich meldepflichtig sind. Geld kriegt man selten zurück, muss man auch sagen, aber ja, was soll's. Normalerweise mache ich Partnervermittlung und helfe den Singles, den richtigen Partner zu finden. Das mache ich natürlich viel lieber, als vor Scammern zu warnen, aber das ist mit Teil davon, damit ihr den richtigen findet, weil einen Scammer wollt ihr nicht haben. Meine Kontaktadresse ist gabriele@wahreliebe.jetzt. Die Webseite ist wahreliebe.jetzt und möge euch der Richtige über den Weg laufen. Und einen Scammer gebt einen netten Tritt in den Hintern und drückt auf die Löschtaste. Dankeschön. Gibt es jetzt irgendwelche Fragen dazu? Ja. Also folgendes, gibt es eine rechtliche Grundlage für solche Fälle? Ich meine, diese Damen haben ja einen massiven Vertrauensverlust. Ich meine, das ist ja sehr extrem. Wie kann man gegen diese Leute rechtlich vorgehen? Ich meine, man kann denen ja de facto, wenn die in Ghana und in Kabul und weiß Gott wo sind, kann man gegen die irgendwas tun? Also Tatsache mal Nummer eins, aus Kabul schreibt dir keiner. Wenn dir einer aus Kabul schreibt, ist das ein Fake. Punkt. Militärpersonal sind nur weit weg, aber nur weil sie weit weg sind, heißt das nicht, dass sie plötzlich keine Familie haben. Und wenn sie mit dir kommunizieren können, können sie auch mit ihrer Familie in den USA oder sonst wo kommunizieren. Das ist mal der erste Punkt. Ja. Das zweite ist komplett richtig. Wenn das Geld mal in Ghana ist, kannst du es ziemlich vergessen, weil die Regierung dort sehr korrupt ist. Ich kenne ein paar Personen aus Ghana, die sind sehr feine, sehr tolle Menschen. Ich habe Hochachtung vor denen und setzen sich sehr viel für Frieden ein und sind höchste Hochachtung vor diesen Personen, aber das sind nicht die Scammer. Die Scammer sind Ghana oder in diesen Ländern ist unheimlich viel Korruption und für die ist das Einzige, was sie sehen, was möglich ist, wie sie Geld machen können. Wenn das Geld mal in Ghana ist, ist es fast sicher, dass du es nicht mehr bekommst. Es sind auch Leute in Malaysia oder Jamaika, das sind auch so Hauptstädte des Scammertums. Rechtliche Grundlage hast du relativ wenig, dass es Betrug ist, ist jedem ziemlich klar, das wissen auch die Leute in Ghana. Ja. Ja, es kann jeden treffen. Ja, aber gibt es eine spezielle Zielgruppe, wenn Sie sagen, okay, Single, Mensch.
Nein, es gibt auch, wer hier hat noch nie ein E-Mail bekommen, dass ein entfernter Verwandter in Nigerien gerade gestorben ist? Habt ihr dieses E-Mail schon gekriegt? Wer hier hat dieses E-Mail schon gekriegt? Na bitte, sechs, jeder ist betroffen. Und wenn ihr dies noch nicht bekommen habt, dann habt ihr einen guten Spam-Filter. Okay? Das ist einmal normale Spam-Kultur. Ja? Aber online, im Online-Dating. Und je billiger die Webseite ist, auf der ihr nach einem Single sucht, umso eher werdet ihr Scammern in den Weg laufen. Über den Weg laufen, ja? Garantiert. Sie hat noch eine Frage? Achso, Entschuldigung. Ja. Wie viele weibliche Scammer gibt es? Wahrscheinlich genauso viel wie Männer, weil wenn ich meine Stimme verändere, und das kann man digital, das wisst ihr garantiert, man kann die Stimme digital verändern. Es gibt auf einer dieser 40 Links auf meiner Webseite ist ein Link zu einer Sendung mit Dr. Phil. Vielleicht kennen den einige von euch, es ist ein amerikanischer Psychologe, der hat eine tägliche Show und der beschäftigt sich auch immer wieder mit Scammern und da hat er eine Episode, wo er so eine Stimmveränderungssoftware vorstellt, dass nämlich ein Mann glaubt, er hat also irgendeine Frau, mit der er gesprochen hat, und Dr. Phil ändert seine Stimme elektronisch und zeigt dann, wie er dann den Regler wieder hochfährt. Und man merkt, das ist zuerst eine weibliche Stimme und dann wird es zu seiner männlichen Stimme. Der Link ist auf der Webseite. Also die können das verstellen. Nur weil du mit einem Mann sprichst, heißt das nicht, dass es ein Mann ist. Nur weil du mit einer Frau sprichst, heißt das nicht, dass es eine Frau ist. Ja? Werden auch Männer abgezockt? Na, und wie auch noch. Und die Fotos, die für Männer sind, die sind meistens von Pornoseiten runtergenommen. Also irgendein Pornos, also jetzt nicht Nacktfotos, aber nur ja, geschmackig, ne? Und wie überweisen die denn, Ladies and Gentlemen? Kommt drauf an. Na, eine sagt, fangt an. Die probieren es. Ja, definitiv. Sie probieren es mit einmal ein paar Hundertern oder gleich mit ganz viel. Die Geschichten sind verschieden. Ja. Storytelling ist was, was die Burschen wirklich drauf haben. Aber sowas von drauf. Ja, weil wenn du jetzt dein Facebook-Profil nicht verdeckt hast, dass nur Freunde drauf schauen können, ja, dann sehen die anhand deiner Vorlieben oder deiner Fotos, deiner Geschichten, was du gerne machst. Du gehst vielleicht gerne golfen. Dann schreibt er, ja, er möchte eigentlich immer gern golfen, aber er weiß eh, das versteht eh niemand. Und ich sage, endlich jemand, der golfen geht. Ja, die machen ein Research, Marketing Research. Was will das Zielpublikum? Die haben das echt drauf. Ja. Ich wollte eigentlich dasselbe fragen, aber ich habe noch eine Zusatzfrage. Ja? Wie finden Sie Ihre Kunden und Kundinnen, beziehungsweise wie schaffen Sie es vorher zu denen, bevor Sie zu den Scammern kommen? Oder kommen oft welche nach am Scam, die dann sagen, und jetzt brauche ich aber wen, der mir hilft, dass mir das nicht nochmal passiert? Die zu mir kommen? Ja. Die zu mir kommen sind meistens über 45 oder Alternativlinge, also so Esoteriker oder die halt feinstofflich unterwegs sind, weil denen ist das relativ real, weil was ich mache ist, ich schaue mir mit jedem Klienten an, was der wirklich will und helfe der Person, eine richtige Person zu finden. Entweder ich vermittle selber oder ich helfe der Person übers Internet, die richtige Person zu finden. Das mache ich, indem ich sage, was man tun muss, um das Vakuum bei einem selber so groß zu machen, dass die richtige Person kommt. Und die meisten, die mit 40, 45 Single werden, weil das ist so eine Scheidungswelle. Ja? Die ersten Kinder sind groß oder es ist dann schon so gut, dass man sich scheiden lassen kann. Na, dann lässt man sich scheiden und dann denkt man sich, ich mache nie wieder den gleichen Fehler wie damals und ich weiß genau, was ich will. Und ich will nie einen, der mich betrügt und ich will nie einen, der so blöd ist wie der und ich will nie einen, nur was macht man wirklich? Man konzentriert sich auf das Negative. Und wenn man sich auf das Negative konzentriert, was kriegt man?
das Negative. Ja? Jetzt habe ich in 17 Jahren Partnervermittlung eine Methode entwickelt, einfach aus der Partnervermittlung heraus. Ja? Ich habe erst nachher Bücher darüber gelesen, dass andere das auch entdeckt haben. Okay, schön. Ich habe es trotzdem selber entdeckt, wie man das umdreht und wie das in der Partnervermittlung so umgedreht werden kann, dass die oft binnen Wochen weg sind. Also die kommen zu mir und haben plötzlich jemanden. Und ich denke mir, oh verdammt, ich wollte ihn noch vermitteln. Futschisser. Die finden mich über, meistens wenn man mich live gesehen hat, ist es leichter. Die finden mich dann cool, wenn man mich live gesehen hat, so wenn ich das schreibe. Ja, oder über, wird weiter erzählt, weiter gesagt. Pinterest. Also, was ich wissen wollte, ist, passiert es auch öfter, dass das Menschen sind, die einen Scam im Hintergrund haben und sagen, ich brauche da offensichtlich Hilfe? Oder nein, das nicht. Das ist eher so eine Klientin, die aus einer akademischen Familie kommt, ist zweite Generation Akademiker und sie hat sehr viel Politiker in der Familie und sie hat einen sehr wichtigen Job im höheren Management in einer Firma, die wir alle kennen. Und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, du berätst ja deine Klienten, du musst auch uns über Scammer reden, weil ich habe jetzt gerade 3 Tage mit einem Scammer gesprochen. Nur die kann gut genug Englisch und die ist clever, dass sie da drauf gekommen ist, ups, das ist ein Scammer. Und haben wir gedacht, da hat sie recht. Und so habe ich dann begonnen zu recherchieren und 3 Tage bevor ich meinen Artikel online gegeben habe, habe ich im weiteren Bekanntenkreis eine Dame gehabt, der Rosen geschickt wurden. Und dann haben wir gedacht, oh, jetzt wird es aber jetzt wirklich Feuer im Hintern, ja, jetzt gibt den Artikel endlich raus. Aber der Artikel zu recherchieren, der war schon viel Arbeit, weil ich weiß genug darüber, aber ich wollte ja Links haben, sodass das nicht nur ein gescheiter Artikel ist, sondern dass man da auch Hilfe hat, ja, weil darum geht es ja. Und eine Checkliste wollte ich auch haben. Genau. Auf dass das niemandem da passiert, ja. Ich prüfe euch. Aber wenn doch, dann bitte zu mir kommen, ich schaue mir das gern an, ich habe das echt schnell, weil 17 Jahre Erfahrung sind 17 Jahre Erfahrung, ja. Ich weiß nicht, ich habe das, ich hab da ein Näschen dafür. Genau. Sonst noch Fragen? Ja? Storytelling, gell? Weil Sie sagen, dass Ihre Zielgruppe ja meist über 40 ist. Ja, meistens. Es haben sich auch schon 29-Jährige bei mir eingefunden. Ja. Ist es wirklich so, dass das Vertrauen eines älteren Menschen besser vorhanden ist für die digitalen Medien als die, die jetzt schon praktisch lange Zeit mit den digitalen Medien zu tun haben? Geht es um, wie viel Vertrauen habe ich tatsächlich zu Online-Medien? Weil, wenn Sie sagen, dass ja das zu großem Teil eben ohne persönliche Basis funktioniert, geht es ja um, wie viel Vertrauen setze ich denn tatsächlich in das, was mir jemand sagt, den ich gar nicht vom Gesicht her kenne? Das bedeutet ja grundsätzlich, dass dann der damit keine oder weniger Erfahrung hat, dass der automatisch viel mehr Vertrauen in das digitale Medium setzt als vielleicht ein jüngerer Mensch? Nein, das hat damit relativ wenig zu tun. Die Älteren, also jetzt so 50 und darüber, bin selber ein Älterer, bin selber 53, also okay, wie ich maturiert habe, habe ich mir gedacht, die werden nie einen Computer verwenden. Der war gut. Jedenfalls, die sind nicht so tech-affin, die wissen nicht, auf welche Arten man betrügen kann und dass man Telefonnummer umleiten kann, das wissen die zum Beispiel nicht. Ja. Aber generell hat das was mit der Natur des Menschen zu tun. Es gibt ja das alte Sprichwort, der Schelm ist so, wie er denkt. Das bedeutet, was man selber sich zutraut, traut man auch anderen zu. Ein Krimineller weiß, dass die Person, mit der er spricht, auch kriminell sein muss. Alle sind kriminell, er ist ja selber auch. Ja, also so denken die. Wenn jetzt einer total lieb und nett ist und keiner Fliege was zuleide tut und er steht einem Betrüger gegenüber, dann erkennt er das nicht, weil der kann sich das nicht vorstellen, dass jemand so gemein ist und ihm sowas antut. Das ist das Problem und das finden wir in jedem Alter. Es ist nur so, dass das Leid, allein zu sein, bei den Älteren größer ist.
Jüngere finden sehr viel leichter jemanden als Ältere. Wenn ich zum Beispiel eine 25-Jährige nehme, die auf Parship geht oder auf Websingle so, die hat binnen Stunden 100 E-Mails. Wenn ich eine 59-Jährige auf Parship stelle, hat die in 100 Doc keine 100 E-Mails. Das passiert einfach nicht. Ja. Das hat was mit Alter zu tun. Aber das Alter und wie man da jemanden findet, das ist online findet, das ist ein anderer Talk. Das sprengt den heutigen Rahmen. Genau. Noch eine Frage haben wir da hier vorne. Heißes Thema. Hä? Was man eine Chance auf so einer Plattform, wenn 100 eine Frau 100 E-Mails in ein paar Stunden bekommt, wie kann man sich da hervorheben? Na Moment, das sind bei 25-Jährigen, ja? Suchst du bei 25-Jährigen? Ja, aber es ist ja wahrscheinlich generell der Ungleichgewicht so. Also oh nein, das hat sehr viel mit dem Alter zu tun. Okay. Also jetzt sage ich dir nackte Wahrheiten, ja? Das ist so, wie es ist. Das hat sehr viel mit dem Alter zu tun. Es kommt auf deine Biografie an, was du geschrieben hast und auf deine Persistence. Wenn du jetzt in der Altersgruppe bis 29 suchst, ist es ein bisschen schwierig, aber 29-jährige Mädels suchen vor allem bis 35. Ja? Die suchen nicht mehr und reagieren auch nicht auf mehr, auf älter, weil sie das normalerweise nicht wollen. Es gibt natürlich Einzelfälle, die sagen, ich will nur jemanden, der 45 ist. Und ich kenne eine Dame, die sagt, der Mann ohne Bauch ist kaputt. Mann, und das hat sie schon mit 18 und mit 16 gesagt. Ja, okay, das ist selten, aber kommt vor. Es hat verschiedene Parameter. Wenn du als Mann Erfolg haben willst, hast du genau die gleichen Chancen wie eine Frau, auch wenn du ein bisschen älter bist. Es gibt einige Dinge, die man machen kann. Ich habe einen Online-Kurs kreiert. Das sind, wie heißt der, 12 Tipps in 6 Tagen oder so. Wer mich anschreibt auf gabriele@wahreliebe.jetzt, dem kann ich den Link schicken. Ich habe noch keine Landingpage dafür. Verzeihung. Aber es ist so, aber der Kurs ist kreiert. Das ist ein gratis. Es wird definitiv ausgeglichener, je älter du wirst. Es ist leichter und schwieriger. Nein, es ist einfach nur, es ist eine Technik. Schau, wenn du dich du lernst Autofahren in einer Automatik. Ja, du hast noch nie eine Kupplung bedient, wie die meisten Amis nicht. Ja, du setzt dich kommst nach Europa, hast dann Gangschaltung, sagst, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ja, kannst nicht Autofahren. Kannst einfach nicht Autofahren. Das ist genauso, wie du nicht Autofahren könntest. Und manche Dinge muss man lernen. Und ich gebe meinen Singles einen Führerschein. Erstens im Online-Dating, weil man das sehr wohl braucht, weil man bitte die alten Fehler nicht noch einmal in einem großen Pool wiederholen soll. Weil wenn du in einem Fischteich fischst, wirst du Fische finden, weil die werden ja dort gezüchtet. Ne? Mit anderen Worten, Parship, ja, da sind tausende von Single drin, na, irgendeiner wird passen. Aber es sollte ja der Richtige sein und es sollte ja auch eine Langzeitbeziehung sein. Also muss man die Zielgruppe verfeinern. Das ist Marketing. Und man muss aber wissen, wie man sich selber präsentiert, was man selber will. Und man muss in den Markt spitz hineingehen. Kennt ihr das? Das ist Marketing. Man muss nur wissen, wie man es tut. Also es ist nicht... Wie gesagt, ich bin Jungfrau in Sternzeichen und Bilanzbuchhalter und Controller. Ich mache alles genauso, dass es sehr effizient ist. Und nach 17 Jahren habe ich da den Dreh heraus. Manchmal kommen die Leute zu mir, haben ein Orientierungsgespräch und sagen, ja, sie wollen das jetzt unbedingt machen, aber na, sie müssen noch ein Projekt fertig machen. So. Das Nächste, was ich von denen höre, du, super, das Gespräch mit dir war so toll. Eine Stunde, ich habe den richtigen gefunden, danke. Passiert. Ist mir jetzt gerade wieder passiert. Ja, verdammt. Dabei hätte ich sie vermitteln wollen. Ist nicht gegangen. Ne? Ja, das passiert. Oder ein Herr kam zu mir, über 50, ein Geschäftsmann im Juni und da ich weiß, dass er im August immer auf Urlaub fährt, habe ich gesagt, na, dann fangen wir im September so richtig an. Aber das Profil haben wir im Juni erstellt. Da war ich zweimal, haben wir uns getroffen und haben diese ganze Sache durchgemacht. Er hat eine fürchterliche Ehe hinter sich, Scheidung, ganz grausig. Und wie ich im September gefragt habe, so jetzt bist du wieder da, schick da mal Verlobungsfotos.
weil wir wieder nicht vermitteln können. Ja? Aber das ist das, was ich erwarte. Ich habe das entdeckt, wie ich damals versucht habe, meine Mitgliedschaft für die Online-Partnervermittlung zu verkaufen. Da habe ich gemerkt, je mehr ich den Leuten erkläre, wie Partnervermittlung funktioniert, desto eher finden die jemanden. Damals habe ich mir gedacht, oh verdammt, ich bin ein schlechter Verkäufer. Nur mit der Zeit habe ich gemerkt, gar nicht schlechter Verkäufer. Ich habe nur das Produkt nicht erkannt. Das Produkt ist das Wissen, wie man schneller jemanden findet. Und so bin ich zur Partnervermittlerin geworden. Danke.